guten Morgen. Schaut mal hier. Das ist Alicante. Hier gibt es einen Parkplatz. Guckt mal das an. Campermobil nach dem anderen. Aber der absolut perfekte Platz, um zu übernachten. Es ist direkt am Flughafen. Und ja, der Strand ist nicht wirklich toll. Aber heute geht es dann definitiv weiter, all the way down nach Tarifa. Es sind nochmal doch 6 Stunden zu fahren. Aber ja, jetzt fahren wir das mal im Alm durch. Was wollte ich sagen zu der Identität? Ja, wir wissen ja alle, es geht darum, wer ich bin. Es geht darum, wer ich glaube zu sein. Es geht darum, wer ich glaube zu sein mit meiner Geschichte. Und das ist eben dieses Wichtige, dass ich mir erlaube zu erkennen. Guten Morgen. Dass ich mir erlaube zu erkennen, dass ich nicht irgendwas mir zusammenbasteln muss. Hey, Tobi, schau mal, guten Morgen. Hier am Strand von Alicante. Yes. Divine Identity. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich alle gleich sind. Wir sind eigentlich alle gleich, wenn wir unsere Geschichten abziehen, wenn wir aufhören zu glauben, dass unsere Vergangenheit, unsere Herkunftsfamilie, das, was wir gestern getan haben, irgendwas mit uns zu tun hat oder mit der Person zu tun hat, die wir heute sind. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag neu zu wählen. Und was ich immer in meinen Coachings sehe und jetzt auch in der Gruppe, ist einfach, dass es so, so schwer fällt, da einfach rauszusteigen. Rauszusteigen und zu sagen, ja, das, was ich falsch gemacht habe, da, wo ich nicht erfolgreich war, da, wo ich abgelehnt war, das heißt nichts für mich. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass ich nicht gut genug bin. Das bedeutet nicht, dass ich versagt habe. Das bedeutet gar nichts. Und das ist so wichtig, mir das zu erlauben, einfach zu sagen, ich kann jetzt in diesem Moment, kann ich in mein Divine Self, in meine absolut perfekte Baby-like Identität wieder eintreten, kann das Leben neu beginnen, jeden Moment, ohne irgendwelche Vergangenheit, irgendwelche Sorgen, irgendwelche Beurteilungen in die Zukunft zu ziehen. Und das macht so frei. Und diese Identität, diese Freiheit, diese Wahrheit, Wahrhaftigkeit, die darf ich mir eben erlauben, in jedem Gedanken, in jedem Atemzug, in jedem Rückschluss darf ich frei sein. Und ich finde es so wichtig, dass ich mich gerade jeden Morgen daran erinnere, dass ich so frei bin. Frei zu sein. Frei gut zu sein. Frei nicht schuldig zu sein. Frei nicht sündig zu sein. Sondern einfach frei, hier fröhlich zu sein. Mir neue Ziele zu setzen. Meine Wünsche zu realisieren. Mein Traumleben umzusetzen. Und warum sollte ich das nicht tun? Nur, weil ich in der Vergangenheit mal gescheitert bin. Nur, weil ich mal abgelehnt worden bin. Nur, weil ich irgendwann mal irgendwas erlebt habe, was mich schockiert hat oder was mich beängstigt hat. Und deswegen bleibe ich jetzt hier stehen? Nein, nein, nein. Das kann alles gar kein Grund sein, weil ich wähle. Ich wähle und ich entscheide. Und was ich entscheide, ist gut. Was ich für mich entscheide und haben will, ist gut. Nur das Problem ist, ich weiß manchmal gar nicht, was ich wirklich will. Und wenn ich weiß, was ich wirklich will, was ich wirklich, wirklich will, kann ich mich entscheiden, diese Person zu sein, die dieses Leben führt. Und dazu muss ich erstmal alle Ansichten und alle Vorurteile wegkramen und einfach ganz tief reingehen und sagen, was will ich? Und dann findest du auch raus, wer du sein kannst. Wer du sein kannst in deiner allerhöchsten, bewertungsfreien, perfekten Identität. Und ich nenne das eben Divine Design. Weil wir sind alle göttlich designt. Und göttlich heißt doch perfekt. Göttlich heißt doch machtvoll.
Göttlich heißt doch frei. Göttlich heißt doch uneingeschränkt, ohne Limits. Und das ist unser Problem. Wir alle rennen in diesem Human Design durch die Gegend, versuchen uns irgendwie anzupassen, einzupassen und verlieren unsere ganze Kreativität. Und Kreativität ist Schöpferkraft. Wir sind Schöpfer unserer Realität. Und wir wollen den ganzen Tag nichts anderes, als neue Erlebnisse zu erschaffen. Das wollen wir wirklich. Dazu sind wir hier. Und wir werden frustriert, wenn wir Einton haben, wenn wir Gleichton haben, wenn wir Alltagstrott haben. Wir werden frustriert. Und wir müssen das nicht haben, um zu überleben. Das ist auch so ein Trugschluss, ein Fehlrückschluss. Dass wir Alltagstrott, Gesellschaft, Anforderungen leben müssen, um erfolgreich zu sein. Was bedeutet denn Erfolg und erfolgreich? Hast du dir schon mal gedacht, was wirklich Erfolg ist? Und was für dich Erfolg ist und nicht, was für die Gesellschaft Erfolg ist. Was du willst, das folgt auf dich. Ja? Du machst einen Schritt, schau mal, das ist eigentlich ganz geil hier. Du machst einen Schritt im Sand und du möchtest wissen, was für ein Schatten folgt. Was folgt da für eine Energie? Was folgt da für eine Ansicht? Du machst einen Schritt und was folgt da? Das entscheidest du. Und das finde ich so wichtig, dass dir das immer wieder jeden Tag bewusst ist, dass du das einfach entscheidest, ja? Dass es nicht darum geht, oh, was kann ich denn in dieser Gesellschaft dokumentieren, dass ich endlich gut genug bin, sondern dass es darum geht, du entscheidest, wer du sein willst und was auf dich folgt für eine Energie. Du gehst voraus und deine Energie folgt dir und das soll doch Freude sein, Spaß sein, Freiheit sein, einfach good life. Und good life und good money gehört zusammen, weil es ist nichts anderes, es ist Energie. Good life is good money. Und viele haben good money, aber kein good life. Und wer mir erzählt, dass er ein good life hat, weil er kein good money hat, glaube ich auch nicht, weil diese Einschränkungen einfach noch da sind. Und wir dürfen beides haben wollen, good life und good money. Und es ist so nicht gegeneinander. Man muss nicht aussteigen aus der Gesellschaft, sondern man muss sich sein eigenes Leben kreieren, aus seiner eigenen Energie heraus. Und das macht Riesenspaß. Und das ist meine Passion und das ist das, was ich mache. Ich begleite Menschen im Moment in einer Gruppe, die hinterher ihr eigenes Business aufbauen. Und was ich jetzt noch habe, sind 3 Plätze mit 1:1 Coaching. So Turbo, Speed Up, Aufräumaktion mit alten Paradigmen, mit alten Einschränkungen, mit alten Glaubenssätzen, Überzeugungen, Rückschlüssen. Du weißt gar nicht, wie viele Rückschlüsse du machst, die dir Dinge nicht erlauben, die du dir wünschst. Und die sind ganz tief in deinem Unterbewusstsein drin. Und da kommt man alleine nicht wirklich hin. Das sind Sachen, die sind so versteckt und kreieren doch von ganz tief unten heraus. Und die müssen transformiert werden, wenn ich Veränderung will. Ja, melde dich, wenn du interessiert bist an einem dieser 3 Plätze. 1:1 Coaching, Minimum 3 Monate, 6 Monate oder auch ein ganzes Jahr. Weil alle Lebensbereiche hängen zusammen. Es gibt nicht einen Lebensbereich in deinem Leben, wo man sagt, ja, das ist jetzt mein Wunderpunkt und wenn der geregelt ist, dann ist alles toll, weil es ist alles miteinander verwoben. Und ich glaube nicht, dass dieses Glück, dieses freie Leben einfach möglich ist, wenn du nicht in der Lage bist, all deine Lebensbereiche so zu betrachten, als hättest du schon Erfolg, als wärst du erfolgreich. Weil dann bist du die Persönlichkeit, die dieses Leben mit Erfolg lebt. Und zwar dem folgt, was sie vorausträgt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen Happy Day, viele Grüße vom Strand. Und falls du Fragen hast, schreib mir einfach. Falls dich das inspiriert hast, hinterlass mir bitte einen Kommentar. Und ich bin hier für ein freies, glückliches, unendliches Leben, für das wir eigentlich alle hier angekommen sind. Bye!